So. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich es übertrieben? Wahrscheinlich ein bisschen. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Heute habe ich wieder mal, das war glaube ich auch eines meiner ersten Videos, die ich hier hochgeladen habe, ein Haul für dich. Der ist auch der letzte, den ich gemacht habe. Das war auch ein Mixed Haul von Douglas und Action. Ist ganz gut angekommen auf dem Kanal. Hatte relativ viele Aufrufe, was mich natürlich freut. Also dachte ich mir, nehme ich euch auch heute wieder mit, habe also meine beiden Hauls gesammelt. Ich habe Anfang des Monats Januar bei Douglas bestellt. Die hatten wieder so ein Angebot, wo man 4 Produkte noch von 10 sich aussuchen konnte, so als kleines Gimmick on top, wenn man einen bestimmten Warenwert, ich glaube 39 Euro überschritten hatte. Genau, und da hatte ich mir so 2-3 Kleinigkeiten bestellt. Und dann war ich heute bei Action, um einerseits ein bisschen Schulkrempel zu holen und andererseits auch meinen, bestimmte Sachen hier wieder aufzufüllen, die inzwischen leer gegangen waren. Genau. Bevor wir anfangen, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, am besten jetzt gleich. die Glocke abonnierst und diesen Kanal folgst. Aktuell kommen sogar im Januar jetzt immer 3 Videos am Mittwoch, Freitag und Sonntag online. Und mir auch gerne auf Instagram folgst. Link ist unten. Ja, im Thumbnail habt ihr ja schon gesehen, es ist eine sehr, sehr volle Box. Es ist eigentlich mein Wäschekorb, den ich auch bei Action mal geholt habe. Ich kriege ihn kaum hoch. Ich habe mir jetzt hier meinen Stuhl nämlich gestellt. Und genau, wir fangen jetzt mit dem Douglas Haul erstmal an. Das sind nämlich auch deutlich weniger Sachen. Ich bin zu Douglas. Genau, ich hatte tatsächlich die Info bekommen mit den 4 von 10. Dafür habe ich den, Newsletter abonniert. So nennt man das. Und der hatte mich darauf hingewiesen und dann dachte ich, ach, ich könnte ja mal ein bisschen gucken und bin dann tatsächlich beim Hauptpunkt stehen geblieben, nämlich einem Pinselset von Lovia Cosmetics. Ich schreibe euch die Preise natürlich auch entsprechend immer oben hin. Ich zeige euch erstmal die Pinsel, dann zeige ich euch, was noch so drin war. Hier unten sieht man nämlich, zu dem Pinselset gab es nämlich noch ein Sponge und so ein Reinigungstool. Ich würde sagen, Reinigungstool nennt man das. Hier sind 12 Stück drin. Und ich wollte ein paar alte Pinsel tatsächlich aussortieren und wir können jetzt mal, ich habe schon reingeguckt, aber wir können ja auch nochmal gemeinsam reingucken. Also der Sponge ist mega schön, es ist natürlich nur so ein kleiner. Ich habe aber mehrere Lovia Sponge und die gefallen mir alle sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber guckt mal, wie schön der glitzert. Und bitte lasst euch nicht, bitte lasst euch nicht irritieren. Ich habe noch, die Hand habe ich mir gestern schon gemacht, die kommt heute. Genau, der ist als erstes dabei. Hier haben wir dann die Pinsel, die sind halt in solchen, so ein bisschen papierartigen oder so Stoffnetzen eingepackt und es sind halt eben so größere dabei und dann halt dieses Reinigungspad, das kann man auch, kann ich ja mal rausnehmen. Ich habe so eins tatsächlich da und das kann man eben, darüber kann man dann die Pinsel quasi gleiten lassen und durch die größeren und kleineren Dinge, die hier so hervorgehoben sind, genau, hier steht es auch Brush Cleansing Pad, werden die Pinsel dann sauber. Hinten hat man so einen Noppen, man kann das also auch einfach ans Waschbecken irgendwie festmachen oder so wie ich es jetzt gerade mache, mit den Fingern festhalten. Und dann sind hier eben die Pinsel drin, auch in so einem schönen Aufbewahrungsdingsi. Das werde ich auch nutzen tatsächlich, also den unteren Teil und da mache ich dann auch nur meine großen Pinsel rein. Dann habe ich inzwischen hier 3 solcher Teile stehen. Aber ja, ich habe inzwischen relativ viele Pinsel. Das zweite, etwas größere, was aber tatsächlich relativ günstig war, also das war auch vom Preislichen auch das teuerste, war eine Catrice Christmas Box und zwar Look Nummer 2 und die hat nur noch, ich glaube 5,99 €, also knapp die Hälfte gekostet. Eigentlich kostete sie 10 oder 11 Euro und hier haben wir einmal eine wunderschöne Lidschattenpalette. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Lidschattenfan. Genau, und die Farben sind tatsächlich auch sehr, sehr schön, also auch voll meins. Sehr schöne Töne, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann haben wir ein Fixing Spray, Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray. Soll halt das Make-up länger haltbar machen. Ich glaube, das kennt man auch aus der Drogerie. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Ich hatte auf jeden Fall ein anderes letztens mir geholt, aber das hatte ich, glaube ich, sogar noch nicht. Wandert gleich mal auf meine Schminkroutine-Seite.
Dann haben wir hier einen wunderschönen Highlighter drin. Das ist der Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder. Sehr, sehr schöner Ton. Können wir ja mal kurz swatchen. Ja, das ist schon... Ja, das ist ein sehr schöner, warmer Ton. Genau, gefällt mir sehr gut. Wir sind aber noch nicht fertig. Dann haben wir hier einen Full Satin Lipstick. Ich weiß gar nicht, steht hier eine Farbe? 030. Gucken wir mal. Oh ja, das ist auch ein sehr schöner Farbton. Ja. Und last but not least, und ich glaube, das war auch so einer der Gründe, warum ich mir die dann bestellt habe, weil ich dachte, komm, ich gebe noch mal eine Chance. Hier sind Magnetic Essence Lashes. Genau, also Magnetwimpern drin. Ich hoffe, hier ist auch der passende magnetische Wortfindungsstörung Eyeliner drin. Also erstmal fand ich die von dem Stil her relativ schön, weil sie nicht so mega bam sind, sondern noch halbwegs natürlich. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein, ob hier auch nur die... Ah, siehst du, das ist natürlich doof. Hier sind nämlich wirklich nur die drin. Das heißt, ich müsste nochmal gucken, beziehungsweise ich hatte mal... Ich weiß bloß nicht, ob ich die noch habe. Ich hatte schon mal einen magnetischen Eyeliner mit magnetischen Wimpern. Das hat bei mir aber nicht so gut funktioniert. Ja, werde ich ausprobieren. Ansonsten wandert es in den Müll. Aber die anderen Sachen sind sehr, sehr schön und werden definitiv in meine Schminkroutine einziehen. Jo, werdet ihr dann vielleicht in einem Schminki sehen. Genau. Jo, das war die Box. Ja, Nummer 2 sagt ja auch aus, dass es offensichtlich noch andere gab. Und die waren jetzt halt nach Weihnachten natürlich günstiger, weil es eben eine Christmas-Box ist. Dann habe ich mir noch 2 Kerzen bestellt von der Douglas-Reihe. Einmal Winter Market und einmal Cozy Chalet. Das sind jeweils immer 180 Grad, vor allem Gramm. Im Wintermarket sind Berries in Clove. Ich weiß gerade gar nicht, was Clove ist. Und in Cozy Chalet ist es Sandalwood und Smoked Rose. Das ist tatsächlich ein bisschen herber. Gefällt mir vom Duft nicht so mega gut. Was mir mega gut gefällt, ist der Wintermarket. Der riecht richtig, richtig gut. Ich zeige euch mal, wie die von innen aussehen. Ist jetzt relativ unspektakulär. Gefällt mir aber optisch sehr gut. Weil sie glänzen. Schön, oder? Also... Ja, mag ich. Gefällt mir. Werde ich Freude daran haben. Und wie gesagt, also der Weihnachtsmarkt riecht wie so ein Kinderpunsch. Super. Die waren nämlich auch reduziert gewesen. Dann habe ich mir, weil mein Lieblingsprimer für die Augen tatsächlich rausgeht, oder ist schon raus aus der Drogerie, habe ich jetzt mal eine Alternative mir geholt. Auch von Essence. Ich glaube, der war auch runtergesetzt. Essence Super Coverage Eyeshadow Base bei... Steht da? Murph? Ja. Und soll auch super für Cut Creases sein. Die ziehe ich mir ja auch immer gerne. Genau, hier sind 15 ml drin. Und ich glaube, der ist so ein bisschen... Ja, der hat so richtig Farbe. Der sieht von der Konsistenz her sehr ähnlich aus zu dem, den ich vorher hatte. Aber nee, ist er nicht. Ja, also er ist auf jeden Fall schön deckend. Ich glaube, das ist grundsätzlich ja ganz gut. Das mögen ja auch viele. Werde ich austesten. Ist tatsächlich nicht der einzige Primer, den ich habe, denn eine der Gratisgeschenke war auch einer. Und dann habe ich mir für viel Geld, dafür, dass das hier so ein kleines Ding ist, das sind nämlich, glaube ich, nur 15 ml, die hier drin sind. Nein, doch, 15 ml. Von Estee Lauder Day Wear Sheer Tint Moisturizer mit 15, also mit Lichtschutzfaktor 15 geholt. Zu meiner Verteidigung, ich dachte, er wäre größer, er war nämlich auch runtergesetzt. Ja, da habe ich nicht genau geguckt, dass das nur 15 ml sind. Aber gut, wird ausprobiert. Vielleicht überzeugt es mich ja so sehr, dass ich es mir nachkaufen werde. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den ich quasi umsonst bekommen habe. Einmal natürlich ein Pröbchen für Damen und für Herren. Für die Herren, glaube ich. Oder ist das für Damen? Ich weiß gerade gar nicht. Also ich habe einmal von Bulgari Omnia Crystalline ein Eau de Toilette. So eine kleine Parfümprobe. Ich finde, es sieht halt eher männlich aus von der Verpackung her, aber ich kann es tatsächlich, wollen ja auch jetzt nicht hier irgendwie was männlich, was ist weiblich, aber... Und dann von Aqua Power, ach nee, das ist für Frauen und das ist für Männer, genau. Hier steht nämlich für starke Männerhaut, werde ich aber auch trotzdem probieren. Von Biotherm Hom ein, ja, ich glaube so ein, wie so ein Gel, würde ich behaupten. Feuchtigkeitsboost, hydriert, erfrischt und schützt.
Ja. Genau. Dann kann man sich ja immer eine Karte aussuchen. Diesmal habe ich mir, oh, die ist schon ein bisschen kaputt, habe ich mir Something Special for You ausgesucht. Die letzte Karte habe ich auch schon verschenkt. Die ist einer Freundin in die Schweiz gegangen. Da stand For the Most Beautiful Woman I Know drauf. Diesmal Something Special. Und dann kommen wir jetzt zu den ja, kostenlosen Gimmicks. Und zwar habe ich einmal von Neom Organic London Perfect Night Sleep Overnight Facial Cream. Also eine, ja, Nachtmaske oder Nachtcreme auf jeden Fall. Hier sind 10 Milliliter drin. Ja, wollte ich mal ausprobieren. Dann habe ich von Claudia Yee, die hatte ich mal in der My Little Box drin gehabt, eine Kaschmircreme, auch die auch so ein bisschen liften soll. Ja, ich glaube auch einfach so, kann man so als Tagescreme oder sowas nehmen. Hier sind auch 15 Milliliter drin. Dann habe ich mir von Art Deco, ich glaube, die hatte ich nämlich schon mal, die Eyeshadow Base mitgenommen. Das ist quasi auch ein Full, also ich glaube, nee, ein Full-Size-Produkt ist es nicht. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Nummer größer, aber die sind ja sehr klein. Ich dachte, neben den ganzen Willow Eyeshadow Bases, die ich so habe, kann ich ja auch mal eine größere, also eine hochwertigere ausprobieren. Lustig finde ich übrigens auch, dass ich hier das durchgestrichen habe mit dem schwarzen Edding. Kann man das noch lesen? Nö. Ja. Ich krieg's gar nicht auf. Jetzt. Genau, das ist so eine sehr etwas dunklere Base. Und ich weiß, viele schwören auf die Art Deco Base. Also habe ich schon viel Gutes ge drüber gehört. Deswegen dachte ich, probiere ich mal aus. Und ich hätte mir doch eine Haarspange ins Haar machen sollen. Das nervt mich. Als letztes, den hatte ich nämlich schon im Adventskalender und der gefällt mir echt gut. Von Benefit den Gimme Brow Plus in der Farbe 3. Das ist so ein Neutral Light Brown. Das ist ein kleines Augenbrauengel. Das ist sogar noch mal eine Nummer kleiner als den, den ich im Adventskalender habe. Der ist nämlich auch keine Full-Size-Größe. Und ich wusste gar nicht, dass es den noch kleiner gibt. Und der sieht dann so aus. Und hat dann hier halt so ein kleines Bürstchen. Genau. Für mich ist die Farbe okay. Also die habe ich jetzt auch, den Dreierton. Zumal ich ja eh noch mit dem Augenbrauenstift so ein bisschen die Konturen und sowas nachmale. Dachte ich mir, nehme ich mit, weil das kostet ja auch seine einige Euros. Hier ist 1 Gramm drin. Genau, und ich glaube, den ich habe, da sind 1,5 Gramm drin und ich glaube 3 oder 5 Gramm, ich glaube 3 oder 2 ist das Original, die Originalgröße. Genau, das ist der ganze Douglas Haul. Preis schreibe ich euch hier oder hier auch mal jetzt vom kompletten Preis hin, von dem, was ich bezahlt habe, versus dem, was ich jetzt tatsächlich auch bekommen habe. Und also, ne, on top durch diese Sachen, jo. Wieder ein paar schöne Sachen. So, Part 1 ist damit fertig. Ich mache jetzt, glaube ich, eine kurze Kamerapause. Und wir sehen uns jetzt gleich im Action-Part wieder. So, Strähnen habe ich jetzt auch mal weggemacht, weil ich jetzt wirklich, es fiel mir ständig ins Gesicht. Das hat mich genervt. Ja, mein Action-Haul war diesmal ein bisschen größer. Ich habe es aber vielleicht auch an einigen Stellen übertrieben. Ich habe bestimmte Sachen sehr, sehr weit vorrätig gekauft. Ihr könnt ja mal raten, was das erste Produkt ist, was ich euch jetzt zeige, denn wer meine letzten Videos gesehen hat, weiß, ich gehe aus dem Action nie raus, ohne das zu kaufen. Beziehungsweise muss ich mich, wenn dann, zurückhalten, das nicht zu kaufen. Bei mir war es jetzt leer, deswegen durfte ich jetzt wieder kaufen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr tippt, was ich jetzt als erstes zeige. Nicht weiter gucken, sondern jetzt Pause machen, reinschreiben und dann guckt ihr weiter, ob ihr recht hattet. Ich trinke währenddessen mal einen Tee, macht mal. So, das sollte gereicht haben. Natürlich gehe ich nicht ohne Kerzen aus den Action. Tatsächlich waren vor allem meine großen Teelichter alle. Die kleinen, da habe ich noch ein paar, aber auch nicht mehr so viele. Und ich liebe die großen, die halten nämlich wirklich ewig. Das Versprechen mit den mehr als 9 Stunden, das halten sie auf jeden Fall. Bei mir halten die in der Regel 2, wenn nicht sogar 3 Abende. Ich mache meistens so zwischen 17 und 18 Uhr Kerzen an, wenn ich nach Hause komme. Und dann so zwischen 21 und 21:30 spätestens meistens die Kerzen aus. Und dann komme ich auf 2, 3 Abende. Ich habe verschiedene Sorten wieder mal mitgenommen, unter anderem eben die Sorte Red Berry, dann die Sorte Apple and Cinnamon. Ich sollte es auch mal so ein bisschen in die Kamera halten, ne? Da sind immer 8 Stück übrigens drin von den großen. Die brennen auch sehr, sehr gut ab. Dann und von die Sorte, ich glaube, mehr hatten sie diesmal nicht. Und die Sorte Vanille und davon jeweils immer 3, wenn ich mich nicht irre. Genau, also jeweils
drei Stück, also so dass ich jetzt wirklich wieder viele habe, weil ich eben auch mehrere größere Kerzengläser habe, eben so wie zum Beispiel die Red Berry, die ich euch gerade, also die Douglas-Kerzen, da kann man, die benutze ich halt auch gerne immer wieder und da kann man dann halt gut so eine große reinpacken oder man hat halt generell ein größeres Teelicht. Zusätzlich zu den großen, deswegen meine ich, habe ich ein bisschen übertrieben, habe ich auch noch geruchslose mitgenommen. Davon habe ich drei Packungen mitgenommen. Die sind an sich sonst von der gleichen Marke, also auch wieder von Kandra. Und hier sind 12 Stück. Ja, 12 Stück drin. Und die sollen auch, also hier steht sogar 10 Stunden. Ist ja interessant, gleiche Marke, gleiche Größe. Warum die einen? Naja. Genau, davon durften auch 3 Packen mit. Und dann durften noch verschiedene kleinere in verschiedenen Sorten mit. Einmal habe ich die Sorte Fresh Cotton mitgenommen. Auch hier 2 Packungen. Ich glaube, hier sprechen sie immer von 4 Stunden Brenndauer. Haben sie hier überhaupt ein Versprechen? Nö, hier steht gar keins drauf. Kommen übrigens aus den Niederlanden. Zumindest die für Duftlichte. Genau, 18 Stück sind hier drin. Dann in der Sorte Silky Rose. Davon habe ich auch 2 Packungen mitgenommen. Und die Sorte Cozy Cinnamon, auch davon gab es 2. Und von der großen Red Berry Sorte gab es auch noch die kleine. Und die habe ich auch einmal mitgenommen. Genau, also da bin ich wieder gut ausgestattet. Es ist ja noch die dunkle Jahreszeit und ich mache super gerne Kerzen an. Ich liebe es, dass abends dann nur das Kerzenlicht in der Wohnung ist. Und deswegen seht ihr das bei mir. Außerdem habe ich mich noch für eine große entschieden. Ich wollte eigentlich eine andere Sorte von den Kerzen im Glas, aber die hatten sie nicht da. Ich hoffe, die kommen mal wieder rein. Und ich habe jetzt die Sorte Blue Flower genommen. Und das ist dann halt so ein Glas, was man hier oben aufmacht. Und das würde ich auch dann irgendwie wieder benutzen. Das finde ich nämlich sehr, sehr schön. Das hat hier so ein Bäumchen dran. Das wird bei mir, glaube ich, als erstes abgehen, weil die Katzen sonst damit die ganze Zeit spielen. Und das irgendwann abkriegen und wahrscheinlich halb futtern. Und da habe ich nicht so Lust drauf. Aber genau, das war schon mal die Kerze aus dem Beute. Ich habe euch die Preise ja hingeschrieben. Also da wisst ihr schon, wo der erste Teil zusammenkommt. Das ist eine große Summe allein an diesem privaten Stuff. Das waren über 70 Euro, die ich da bezahlt habe. Und dann nochmal eine zweite Summe, das zeige ich euch auch. Da sind dann halt so Schulsachen dabei. Deswegen, das habe ich aber getrennt, weil ich das ja von der Steuer absetzen kann. Die leider nicht. Genau. Ich mache mal kurz einen Cut und packe die irgendwo anders hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum zweiten Teil, wo nicht Kerzen drin sind. Und eine kleine Anmerkung, weil sich jetzt vielleicht einige denken, Gottes Willen, wenn sie so viele Duftkerzen anmacht, dann stinkt die Wohnung ja ohne Ende. Also die Action-Duftkerzen, die riechen schön, aber die sind nicht so penetrant. Und deswegen habe ich diesmal ja auch noch unduftende Kerzen, also normale genommen, um das so ein bisschen verteilen zu können, sodass ich in jedem Raum dann immer eine Sorte dann quasi habe, die sich dann da entfalten kann. Aber man wird nicht von dem Duft erschlagen, aber man riecht ihn tatsächlich. Aber es ist halt jetzt nicht mega stark. Genau. So, dann machen wir mal mit Haushalt weiter, wo wir gerade dabei sind. Ich habe für meine neue Wohnung, da habe ich jetzt gestern eine neue Küche geplant. Eigentlich hätte ich heute kein Geld für Action ausgeben sollen, weil die Küche so viel gekostet hat. Aber fürs Bad tatsächlich, wer mir auf Insta folgt, weiß, mein Bad wird in Grüntönen auf jeden Fall von den Dekosachen gehalten werden. Und dann habe ich hier 2 so eine kleinen Gläschen mitgenommen. Da werde ich dann noch irgendwelche schönen Fake-Blumen suchen. Und aber die haben mir gut gefallen. Das ist Glas. Die werde ich da irgendwie hinstellen oder vielleicht auch im Wohnzimmer oder so. Aber das hat mir gut gefallen. Deswegen durfte das mit. So, bevor wir dann zum zweiten Part des, oder, ne, also ich habe, wie gesagt, noch Schulsachen, so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe für eine Freundin, die hat nämlich bald, oder eine Kollegin, die hat bald Geburtstag. Die, für sie habe ich einmal schon so ein bisschen angefangen, so ein paar Kleinigkeiten rauszusuchen. Ich kenne sie halt noch nicht so gut, deswegen habe ich jetzt einfach so ein kleines Beauty-Paket zusammengestellt oder fange an, es zusammenzustellen. Das verschenke ich halt immer gerne, dass die Leute sich einfach Auszeit nehmen. Und dafür habe ich hier einmal auch eine Kerze mitgenommen, nämlich Lilac Blossom. Die sieht so aus. Kann man also auch gut wieder benutzen. Dann kriegt sie eine niedliche kleine Gesichtsmaske, einen Lippenbalsam und was ich auch schon mal mitgenommen habe, sind solche Pore Stripes. Genau, dass sie einfach mal so ein bisschen Zeit für sich machen kann. Und neben dieser niedlichen Fresh Fruity and Fun Mask gibt es natürlich noch eine Star-Maske, weil ich das auch so niedlich fand. Genau, das ist für sie so ein bisschen die Idee. Da kommen bestimmt noch 2, 3 Kleinigkeiten dazu, vielleicht auch noch was Süßes oder so oder ein Tee.
Genau. Wo wir gerade beim Thema Pflege sind, ich habe mir einmal einen Refreshing Face Toner mitgenommen. Ich habe gerade auch einen von Action, einen Rosenwassertoner in Anwendung. Den finde ich auch ganz gut. Und dachte ich, probiere ich mal den aus, bevor ich dann doch vielleicht sage, ich gehe wieder zurück zu meinem hochwertigen. Dann habe ich drei Serien mitgenommen von Eliza Jones. Da hatte ich meiner Mutter auch tatsächlich mal eins geschenkt. Jetzt wollte ich mal selber so ein bisschen ausprobieren. Und zwar einmal den Age Defensor Defense, den Brightening und den Blemish Control. Und der Age Defender hat Retinol und Vitamin E. Vitamin E ist ja das Schönheitsvitamin. Der Brightening hat Vitamin C und Matrixil, das kenne ich noch nicht. Und der Blemish Control hat Niacinamide. Niacinamide, so ist richtig. Und Zink und gerade Niacinamide sollen auch sehr gut für die Haut sein. Und die waren halt super günstig. Deswegen dachte ich, komm, nehme ich sie mal mit und probiere sie aus. Und dazu passend habe ich mir mal jetzt die Vitamin C Creme mitgenommen, um die auch mal auszuprobieren. Genau, auch von Eliza Jones. Dann habe ich mir tatsächlich, weil ihr wisst ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich im Abnehmen bin und jetzt Neujahrsmotivation geht es natürlich auch wieder richtig gut los. Und manchmal hat man so Sachen, wo man wirklich so Milligramm genau haben möchte. Und dann hatte ich jetzt gesehen, ich hatte so eine schon auf der Watchlist bei mir auf meiner Amazon-Liste, aber hier gab es den jetzt in günstig. Das ist wirklich so eine Milligramm-Waage und die ist halt auch schön klein, also die kann man auch gut verstauen. Genau, das fand ich eine ganz coole Sache. Und die ist halt 0,1 Gramm bis 200 Gramm. Also ist wirklich nur für ganz, ganz leichte Sachen. Aber wenn man mal nur irgendwie, also gerade ich zum Beispiel, wenn ich nur Raspelschokolade benutze, dann möchte ich es halt wirklich genau haben. Und da ist meine große Waage dann halt nicht so genau. Dann hatte ich mir einen Planer mitgenommen. Den werde ich so ein bisschen für zu Hause nutzen und für auch um YouTube so ein bisschen ja, im Überblick zu behalten. Da hat man einmal vorne den Planerteil. Das sieht dann immer wie folgt aus. Da habe ich hier die Wochenübersicht und hier die Monatsübersicht. Das ist ein bisschen schade. Das ist halt nicht für alle 12 Monate bzw. 365 Tage gedacht. Oder Wochen, nicht für die. Wie viele Wochen haben wir? 56, glaube ich. Genau, sondern nur so für 3-4 Monate, aber ich wollte jetzt mal gucken, dachte, okay, wenn ich es nicht benutze, dann ist es halt so. Dann haben wir hier so eine Task-Doppelseite immer, wo wir hier Notes, Tasks dann eben haben. Hier unten steht Time to get stuff done. Und dann haben wir eine Goals-Seite, da haben wir immer auch hier wieder Daily und Monthly, also danach orientiert sich das immer so ein bisschen. Das fand ich ganz schön, vielleicht auch so ein bisschen als Motivation. Dann den Ideenteil, wo man so ein bisschen Gedanken sammeln kann. Dann Notes, finde ich auch schön. Hier haben sie auch zwei unterschiedliche, also einmal dieses Bullet Journal und einmal Linien. Und last but not least, was für mich auch wieder ein Thema wird, Finanzen. Kann man theoretisch auch ein Haushaltstagebuch führen. Ja, fand ich ganz cool und war eben auch nicht so teuer, deswegen durfte das jetzt mal mit. Man hat hier unten auch verschiedene Bändchen, also ich kann dann auch in den verschiedenen Bereichen immer gucken, wo ich dann auch aktuell bin. Jo, fand ich gut, deswegen durfte das mit. Und der letzte Posten in meinen privaten Sachen sind natürlich Süßigkeiten. Ja, hat einen Grund, warum ich so schwer geworden bin. Nein, aber mir ist wichtig, so eine Balance zu finden. Ich möchte nicht auf alles verzichten. Das habe ich jahrelang mit Abnehmen wegen gemacht. Und dann kommt man relativ schnell wieder in die Jojo-Falle. Und deswegen versuche ich da eher ein Gleichgewicht zu kriegen. Ich habe 3 Packungen Kinderkarts mitgenommen, weil ich die liebe und meine aus meiner riesen Süßigkeitenbestellung alle ist. Und ich schon überlegt hatte, ob ich jetzt wieder nachbestelle, aber die haben keine Großpackung. Und deswegen dachte ich, dann nehme ich hier die günstigere Variante mit. Dann, das liebe ich auch, wenn sie es da haben. Und sie haben es meistens da. Und ihr wisst es, beim Geburtstagsschminki habe ich es ja auch gesagt. Mauer am Kracher! Ich liebe Mauer am Kracher! Ich liebe sie, ich liebe sie. Sie sind so, so lecker. Davon habe ich auch 3 Packungen mitgenommen und dann habe ich noch 3 Packungen von den Fröschen, warum meine die Kickers heißen, mitgenommen, weil ich die auch echt mag. Die sind nur ein bisschen härter als die deutschen Frösche, ist ganz komisch. Also sind ja meistens immer so, kommen ja irgendwie aus anderen Ländern. Ja, Haribo Mack Kinderin Biel, also das sieht nach irgendeiner anderen Sprache aus, wahrscheinlich Niederlande. Genau. Und die sind ein bisschen härter als die deutschen. Also wenn ich eine deutsche Packung kaufe, die sind richtig, richtig weich und die sind ein bisschen härter. Finde ich aber nicht schlimm. So, bis hierhin. Jetzt wieder kurze Pause für mich. Und ich zeige euch jetzt noch,
Nein, ich zeige euch jetzt einfach so. Ich habe einmal, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, das stellt ihr euch jetzt bitte bildlich vor, Packen Papier mitgenommen, und zwar 4 Stück. Also so ein, ne, so ein Packen halt zum Druckerpapier. Aus dem einfachen Grund, dass in meiner Schule es ein Papierkontingent gibt und ich habe Fächer, wo ich viel kopieren muss. Ich habe sehr viele Lerngruppen und das Kontingent hatte ich nach 3 Wochen aufgebraucht. Es gibt immer eins pro Halbjahr, beziehungsweise das letzte. Also ich würde 4 Packungen kriegen. Ich brauche pro Woche etwa eine. Ja, dementsprechend war das nach 1 Monat aufgebraucht. Die letzte Packung habe ich mir aufgehoben. Die hole ich mir, wenn ich wirklich dringend eins brauche und nichts dabei habe. Das liegt jetzt im Auto, weil die bleiben halt gleich da. Genau, weil die hole ich dann halt raus, wenn ich sie brauche morgens. Dann habe ich mir, ihr wisst ja, ich bin ein Bullet Journal Fan, solche Sticker-Sheets mitgenommen, wo ich einerseits mein eigenes Bullet Journal, beziehungsweise das, was ich jetzt hier auch für zu Hause gekauft habe, nutzen kann und vielleicht auch den einen oder anderen noch für die Schule vielleicht nutzen kann. Achso, das ist noch zugeklebt. Ja, also wir haben hier ganz viele To-Do, Brunch, Breakfast, dann so eine Ankreuzlisten zum Beispiel, wie viel habe ich heute getrunken. Ja, fand ich ganz niedlich, war auch nicht teuer und darf auf jeden Fall hier bleiben. Dann habe ich für die Schule auch Klebestifte geholt, wenn Schüler irgendwie an Plakaten oder so arbeiten, haben dann oft immer nicht alle was dabei und so habe ich dann mal ein paar, die ich einfach austeilen kann. Dann habe ich nicht das Problem, weil ich nicht immer in Räumen bin, wo irgendwie in der Nähe was ist, wo ich mich bedienen kann. Und weil meine leider inzwischen hier den Geist aufgibt, habe ich so eine neue Fächermappe mir geholt. Bei meiner ist bei dem einen schon hier der Gummi ab, das reißt ja irgendwann leider aus Pappe. Ja, das war mein kleiner, feiner, großer, teurer Haul. Insgesamt bin ich, glaube ich, so auf knapp 90, 95 Euro gekommen. Man merkt auch, bei Action haben sie so ein bisschen die Preise angezogen. Ja, Rohstoffkrise habe ich auch bei der Küchenplanung gemerkt. Ich habe deutlich mehr ausgegeben, als ich eigentlich wollte. Und das für eine einfache Küche. Na gut, so ein paar Gimmicks hatte sie schon, aber wir hatten dann auch durchgerechnet, wenn wir jetzt so die ganzen coolen Sachen rausnehmen, ja, dann hätte ich so den Grundgedanken gehabt, aber hätte trotzdem immer noch sehr viel bezahlt. Immer noch mehr als gedacht. Ja, das war mein kleiner, aber feiner, großer Action und Douglas Haul. Du kannst ja mal schreiben, was du so bei Action kaufst oder ob du noch gar nicht zu Action gegangen bist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr so gerne bei Action oder bei Douglas shoppt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Glocke abonniert, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wie gesagt, 3-mal die Woche schaffe ich gerade im Januar. Voll krass. Mal sehen, ob ich das durchhalte. Vor allem Februar, März, wenn dann mein Umzug ansteht. Ja, und wie gesagt, folgt mir auch gerne auf Instagram. Dort nehme ich euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen und ja, zeige euch meinen Alltag. Und aktuell zeige ich auch noch, was in meinem eigenen Adventskalender ist, den ich mir gepackt habe und nicht im Dezember aufgemacht habe, weil ich so viel drin, weil ich so viele andere Kalender hatte. Ansonsten war es das und ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag, wann auch immer ihr das guckt. Ich verlinke euch hier mal meine Playlist zu den Hauls, hier meinen Kanal, damit ihr ein bisschen stöbern könnt und hier das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Bis dahin, bye bye!